Stärker als die zerstörenden Gewalten des Krieges ist der Wille des Menschen zum Leben. Was dieser Wille vollbringen kann, zeigen diese beiden schwer kriegsbeschädigten Soldaten. Wer wie sie imstande ist, so das Schicksal zu meistern, wird immer oben bleiben. Mit geringen Hilfsmitteln und einer vollendeten Körperbeherrschung nehmen sie jeden Hang. Mit dem bolschewistischen Massenansturm aus dem Osten ist für den Volkssturmsoldaten die Stunde der Bewährung da. Bekleidungskammern und Waffenarsenale werden geöffnet. Die Bataillone des Volkssturms sind zum Einsatz bereit. Was sie über das Handwerk des Kriegers wissen müssen, bringen die meisten aus dem Ersten Weltkrieg mit. Was die moderne Kriegführung dazu erfordert, lernten sie in den letzten Wochen. Die Handhabung der Panzerfaust, die Unschädlichmachung von gepanzerten Fahrzeugen und den Nahkampf gegen den Panzer. Vom Einsatz und den Erfolgen der Männer der Kriegsmarine, die wir unter dem Namen Einzelkämpfer des Meeres kennen, ist dem deutschen Volk oft Kunde geworden, aber selten haben wir Gelegenheit, sie im Einsatz zu sehen. Sie machen nicht viel Aufhebens um ihre Tätigkeit, aber wenn es soweit ist, dann sind sie zur Stelle. Jeder Abschied von Kameraden und vom Einsatzleiter kann der letzte sein. Der Auftrag ist klar, das Ziel erkannt. Es geht um eine Brücke im holländischen Kampfraum. Ein paar hundert Meter vor dem Ziel werfen sich die Kämpfer aus den Sprengbooten und allein rast die tödliche Sprenglast in das Ziel. Aus einer frontnahen Stadt im Westen geben diese Bilder Zeugnis des unabänderlichen Lebens und Siegeswillens ihrer Menschen. Wohnstätten und Kulturdenkmäler sanken in Trümmer. Versorgungs- und Verkehrswege wurden unterbrochen, aber das Leben geht unter der Erde weiter. In riesigen unterirdischen Küchen ist die Verpflegung der Bevölkerung gewährleistet. Archive und Sachwerte wurden den Zerstörungen nicht erreichbar in Sicherheit gebracht. Die Verwaltung der Stadt hat sich der Forderung des Tages entsprechend angepasst. Hier gibt es kein Vorzimmer mehr. Stromzentralen, Versorgungsinstitute, Betriebe aller Art arbeiten unter der Erde. Die Zeitung wird im Keller gedruckt. Da die hier beschäftigten Menschen oft im Betrieb selbst wohnen, werden all die kleinen Dinge, die zum täglichen Leben gehören, an Ort und Stelle miterledigt. So wie auf die Nacht der Morgen folgt, so wechseln dreimal am Tage die Schichten der Arbeit. Die einen Kumpel stehen wartend am Schacht, die anderen verlassen ihn nach schwerer Arbeit. Wer manchmal müde wird, der sehe in diese Gesichter, in denen ein gläubiges Vertrauen steht. Im Westen hält die deutsche Front den fortgesetzten angloamerikanischen Angriffen stand. Die Initiative im Westen liegt in deutscher Hand und niemand im Feindlager spricht mehr, wie im Dezember, von dem bevorstehenden Angriff auf die Pfalz und das Ruhrgebiet. Wieder unter deutschem Schutz.
Das Überschreiten dieser Stelle war von den Engländern strengstens untersagt, nicht aber den deutschen Soldaten. Dorf um Dorf fiel im Süden der Westfront wieder in unsere Hände. Gefangene Briten. Das sind Soldaten der De Gaulle-Armee. So hausten die Söldlinge Amerikas in den Wohnungen der deutschen Bevölkerung. Auf den Straßen, die nach Westen führen, marschieren Panzer, Nachschub und unsere Grenadiere. Die sowjetische Großoffensive. Die ersten Bilder aus den Schlachten im Osten. Wie an der ganzen Ostfront zwischen Ostsee und Karpaten setzen hier in den Morgenstunden des 13. Januar die Sowjets zu ihrer bisher größten Offensive an. Nach ungewöhnlich starker Feuervorbereitung stürmen unter Vorantritt riesiger Panzerherden und unterstützt von starken Luftwaffeneinsatz weit über 100 bolschewistische Infanteriedivisionen gegen unsere Front. Pausenloses Feuer aus allen deutschen Waffen bereitet den bolschewistischen Divisionen ungeheure Verluste. Plack, Pack und Panzernahbekämpfung räumen unter den Panzerkolossen gewaltig auf. Hinter den Deckungen und in den Gräben erwartet der deutsche Grenadier den Feind mit allen Waffen. Über 1000 Panzer werden in den ersten 5 Tagen abgeschossen. Schwere Verluste erleiden die Bolschewisten durch den massierten Einsatz unserer Nebelwerfer. Überall treten den bolschewistischen Massen deutsche Panzer und Infanterieverbände als Wellenbrecher entgegen. In hunderten von Dörfern toben schwerste Straßenkämpfe. Um jedes Haus, um jedes Waldstück wird erbittert gerungen. Panzergrenadiere werden zum Entsatz an eine Einbruchstelle geworfen. Die Front brennt auf 1000 Kilometer Breite. In den vorbereiteten Auffangstellungen sitzen die Grenadiere und lassen den Bombenhagel der sowjetischen Luftwaffe und Artilleriebeschuss über sich ergehen. Es gibt keine Nacht und keinen Tag mehr. Überall kann der Gegner sein. Überall treten ihm unsere Panzer und Grenadiere entgegen. Diese Tage und Wochen im Osten verlangen harte Herzen und harte Fäuste. Wo es die Wetterverhältnisse zulassen, kommen die Infanteristen der Luft, die Schlachtflieger, ihren Kameraden auf der Erde zu Hilfe. Sie greifen einen sowjetischen Kampfwagenverband an. Panzer gehen unter ihren Schüssen in Flammen auf. Brandflecke im Schnee zeigen die Stellen an, wo die schweren bolschewistischen Panzer ihren Marsch nach Westen abbrechen mussten. Auf der Erde aber geht der Kampf mit aller Härte und allen Waffen und in jeder Stunde weiter.